Familie Jansen ist ja bei Ihnen ausgezeichnet in Dodau aufgehoben. Nein, die Kinder sind weg. Na Gott sei Dank, es hätte mir gerade noch gefehlt, dass die Mädels das hier miterleben. Nun muss ich Sie leider noch darauf aufmerksam machen, wer diese Siegel unbefugt abreißt oder beschädigt, wird nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bestraft. So, unterschrieben hätten wir ja nun. Sagen Sie mal, Herr Finanzrat, der Immenhof gehört doch immer noch der Familie Jansen. Hm? Doch, gewiss. Doch. Bis auf das, was er nicht mehr gehört. Die Familie Jansen hat eine Frist von 4 Wochen, um den Forderungen des Finanzamts und der Gläubiger gerecht zu werden. Andernfalls wird versteigert. Also 4 Wochen? Ja, das musste ich Ihnen leider sagen. Persönlich glaube ich ja nicht, dass es dazu kommen wird. In diesem Sinne also, frohes Wochenende. Danke, gleichfalls. Ebenfalls. Jo. Gemüt wie ein Fleischerhund. Sorgen Sie dafür, dass hier nicht eingebrochen wird. Sie sind für alles haftbar. Hoffentlich überlebt Oma Jansen das. 100 Jahre Familienbesitz und nun auf einmal in 4 Wochen. Das will mir nicht in den Schädel. Ich begreife das einfach nicht. Ja. Oma Jansen ist mit den schweren Jahren nicht recht fertig geworden. Und als ich kam, da war leider nichts mehr zu retten. Du, die Jansen ist auf dem Imhof. Die haben Platz noch und noch. Die freuen sich auf jeden, der mehr mitkommt. Mensch, Edelbert, das hast du mir jetzt schon 100 Mal gesagt. Wenn ich bloß wüsste, wo wir eigentlich sind. Hier. Nee, hier rum. Nee, da bestimmt nicht. Aber hier sind wir. Brauch keine Karte. 20 bis 40 Zimmer haben die. Du, die freuen sich in Loch im Bauch. Sollst sehen, wie die aus allen Türen rennen. Einfach toll. Oma Jansen, Dalli und vor allem meine süße Freundin Dick. Du, ich sag dir, das ist ein Pfundsmädel. So etwas hast du noch nie gesehen. Ich glaub dir jedes Wort, das weißt du ganz genau. Aber dass ich da mitten hineinplatzen soll, fremd und unangemeldet. Quatsch, das ist doch gerade der Witz bei der Sache. Komm, rauch nicht so viel, wir müssen weiter. Also pass mal auf.
Wir fahren jetzt diese Straße da runter und dann gleich... Quatsch! Hier gleich links den Waldweg rein. Da schneiden wir ein gewaltiges Stück ab. Aber du siehst doch, gesperrt. Ach, macht nichts. Ich kenne den Oberförster hier gut. Ist mein bester Freund. Bestimmt. Verlass dich nur auf mich. Vor 2 Jahren war ich über 2 Monate auf Immenhof. Ich kenne die Gegend hier wie meine eigene Hosentasche. Ist sie mir drin oder draußen, Oma? Ich glaube, das Wetter hält sich. In der Stube kann man sich sowieso kaum umdrehen. Die Wäsche ist noch nicht weggebügelt, liegt auf allen Stühlen herum. Das mache ich nachher schon. Oh, lass mal, Dick, du tust sowieso genug. Geh weg, mach das weg, kommst du. Wo steckt denn Dalli wieder? Ach, die ist in der... Man weiß nicht, Oma. Ja, die ist in letzter Zeit so unmöglich. Lass doch, Oma, Dalli ist ja noch ein Kind. Und du? Ich? Na, ist doch wahr, Dick. Musst schon so früh zupacken. In deinem Alter bin ich noch in die Tanzstunde gegangen und zum Tennis. Ah, Zeiten haben sich sehr geändert. Ich helfe doch gern, Oma. Da, Oma. Ah, Jochen, na, wie war's denn? Ach, wenn das verfluchte Geld nicht wäre. Lieber würde ich Steine klopfen, als Leuten das Reiten beibringen, die nur ihr Fett loswerden wollen. Hast du mal Feuer, he? Dick? Ja, bitte. Holst du mal das Essen? Die Pellkartoffeln stehen in der Röhre. Ja, gerne. So, mach ich den Tragen helfen, he? In 4 Wochen wird versteigert. Ach, Jochen. Sag's bloß den Kindern nicht. Aber ich gebe nicht nach. Ich lasse nichts unversucht. Aus dem Immenhof muss doch was zu machen sein. Und ich lasse mir nicht ausreden, dass meine Idee eine gesunde Lösung ist. Und wenn es mir gelingt, dann kann ich auch meinen Reitlehrer Gott sei Dank wieder an den Nagel hängen. Oma, da liegt immer noch nicht zurück. Sag mal, wo steckt die denn nun wieder? Ich sag's ja, Ponys und Backfische. Nichts wie Ärger. Na, dann essen wir eben alleine jetzt. Da bin ich schon. Ich hab nur noch die Katzen vom Immenhof abgeholt. Die 3 Muskeltiere von Minka. Immenhof, der ist doch abgesperrt. Och, ich hab da so meine Geheimeingänge. Auf dass unser Haus voll werde. Ei, Backe, da haben wir aber Glück gehabt. Mit dem letzten Tropfen Sprit. Ja, aber am Ziel. Ja. Hup mal. Oma Janssen. Dick. Sally. Oma Janssen. Und wie die aus allen Türen rennen. Einfach toll. Was machst du denn für ein Gesicht? Da ist, ich weiß nicht, da muss doch was passiert sein. Wo kann man sich denn da mal erkundigen? Bei Jochen, bei Herrn von Roth in Dodau. Na du, wie weit müssen wir da noch schieben? Och, nicht weit, einen kleinen Kilometer bis zum Bauer Bartling und von da aus nur noch knappe 2 bis 3 bis Dodau. Komm. Wir werden's ja erleben. Hat Angela noch gepflanzt? Ja, unsere Angela. Sie hat ihre Blumen so geliebt. Hm. Jochen? Ja, Oma. Ich habe was auf dem Herzen. Ja, was denn? Ich weiß, wir 3 Frauenzimmer sind eine Last für dich. Ach, hör mal. Doch, doch. Du hattest es dir bestimmt anders vorgestellt. Ein Leben mit Angela. Und was ist dir geblieben? Die Sorge um die alte Oma und die 2 kleinen Schwestern. Aber Oma, was sind denn das für Gedanken? Ganz sachliche. Glaube mir, wohl überlegte. Was meinst du? Wie wär's, wenn ich mich mit meiner kleinen Rente in ein Altersheim zurückzöge? Altersheim? Ja. Sag mal, habe ich richtig gehört? Altersheim? Ja. Das könnte dir so passen. Dich verdrücken, wo du hier dringend gebraucht wirst. Wirklich? Ja, was denkst du denn? Schön. Schön, mein Junge. Du, dein Altersheim. Eine Schnapsidee. Auf dem Immenhof? Nee, da kriegt's jetzt der Pleitegeier. Die ganzen hocken jetzt auf Dodau beim Schwager Roth. Das wussten sie wohl noch gar nicht. Naja, in 2 Jahren, da kann viel passieren. Ein Pech hat der Roth. Vom Jahr stirbt ihm die Frau weg. Dann ging die Sache mit der Auswanderung schief. Und jetzt hat er die ganze angeheiratete Familie auf dem Hals. Ja, aber warum? Ich meine, wie ist denn das gekommen? Passiert? Naja, wie so eine Pleite kommt? Keine Bauern. Ein Pony ist doch eben keine Dreschmaschine.
Dann müssen wir unbedingt gleich nach Dodau. Was wollen Sie denn da? In Dodau sitzen Sie wie die Sardinen in der Büchse. Sag mal, Dani, wie stellt sie das eigentlich vor? Sollen die Katzenviecher hier in unserem Zimmer bleiben? Die Katzen bleiben hier. Sind doch auch Flüchtlinge, nicht? Und außerdem kann in meinem Bett schlafen, wer will. Dich werden sie schon nicht beißen. Und wie oft soll ich dir noch sagen, schmeiß deine Reitschuhe nicht immer unter das Bett? Was soll ich denn hin damit? Man hat ja keinen Platz hier in diesem... Aha, aber für deine Katzen hast du Platz, du Untier. Ach, Dollchen, wenn du bloß ein bisschen ordentlicher wärst. So ein kleines bisschen. Untier. Schweigelende. Nun mach mal ein bisschen Dalli und sitz mir nicht an lauter Tisch rum, ja? Lass den Knecht gleich liegen. Tritt sich fest. Der kommt ja doch nicht wieder, dein Edelbert. Der hat dich längst vergessen. Denkst du? Lieber Gott, noch 5 Kilometer. 5 Kilometer? Ist doch nicht möglich. Hey, Herr Dr. Pudlich, Tierarzt, komm! Oh, ja, Barbarossa. Herr Dr. Pudlich. Oh, das freut mich aber sehr. Was denn? Na so, was, das ist doch der Edelbert. Ja. Na, lass dich mal angucken. Ja, ganz unverändert. Mhm. Das heißt, vielleicht 3 Zentimeter erwachsener. Mit Mütze sogar 5. Darf ich vorstellen, Ralf Schüller, mein bester Freund. Der genialste Grafiker der Gegenwart. Guten Tag. Tag. Ja, wo kommt ihr beide denn her so plötzlich? Aus München. Ach, zu Fuß? Beinahe. Nein, nein, mit dem Roller. Mit dem Roller? Mit dem Motorroller natürlich. Ach so, wie Uns ist bloß der Sprit ausgegangen kurz vor dem Ziel. Ach so ein Pech. Also legt eure Klamotten rein und steigt ein. Ihr wollt doch gewiss zu Janssens. Natürlich. Das ist gar nicht so natürlich, du Lausejunge, du. Ja, der hat fast ein Jahr lang nicht geschrieben. Wieso? Hat Dick Ihnen das etwa erzählt? Das braucht mir kein Dick zu erzählen, sowas stelle ich selber fest. Ich bin nämlich nicht nur der genialste Tierarzt, ich bin auch der genialste Briefträger der Gegenwart. Heb mal deinen Hintern hoch. Du sitzt nämlich auf der Bundespost. Hier, das ist der heutige Eingang. Also, Barbarossa, wollen wir weiter? Ha? Weiß ja Bescheid, Forsthaus Donau, 2. Kreuzung links, los. Wegen jedem Dreck muss man ins Dorf, es ist zum... Zu komisch ist das, wenn einem das Telefon abgesperrt wird, ne? Ich muss den Landrat mal hierher los. Der Mann muss doch einsehen, dass aus dem Immenhof was zu machen ist. Und wenn ich ihn erst gewonnen habe für meinen Plan, dann wird er seinen Einfluss schon geltend machen. Jochen! Ja? Was ist denn los? Wo reitest du denn hin? Ins Dorf. Komm, Lessig. Was will er denn da? Eine Briefmarke kaufen. Du mit deinen komischen Witzen. Das Kleine da ist ein bisschen mickrig. Die anderen jagen es mir vom Futter weg. Komisch, dass immer eins sein muss, auf dem die anderen herummachen. Du, Oma, Jochen ist ins Dorf geritten. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Mussten selber fragen. Ihr sagt's mir nicht. Ihr sagt mir alle nichts. Ihr verheimlicht mir irgendetwas. Was ist los? Kommen wir im Leben nochmal auf den Immenhof zurück, oder? Ach, wenn ich das wüsste, wäre mir wohler Kind. Ich bin kein Kind. Was los ist, will ich wissen. Bitte, bitte, gib bloß die Ponyzucht nicht auf. Aber Kind. Wenn es sein muss, dann... Und ich auch in die Stadt und helfe Geld verdienen. Oh, Unfug. Dann, Pudlich. Was? Edelbert. Oh, was? Ich bin so nicht da vorne, Edelbert. Edelbert. Das sag ich nicht. Edelbert, ist das ja meine Überraschung. Ja, und okay. Pudlich bringt nur nette Überraschungen. Ja. Ach so, was? Junge, so eine Freude. Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Direkt aus München. Aus München? Ja. So. Wer ist denn das? Darf ich vorstellen, Ralf Schüller, mein bester Freund. Freut mich. Der genialste Klarinettist der Gegenwart. Was du nicht sagen? Das ist ein vielseitig begabter Mensch. Ja, ich fahr mal zum Stall. Muss mal nach Plümmel gucken. Ja, nein, los, Und wo ist Dalli? Wo das Gehirn wo immer steckt. Ach, ich wüsste schon wo. Aber ich darf's nicht verraten, großes Ehrenwort. Also gut, dann kommt erst mal ins Haus. Oma, wir wollen doch erst mal Dalli suchen, nicht wahr? Na klar. Und dann kann der Schüler kann dann gleich mal unsere Ponys sehen. Natürlich. Meinetwegen, macht, was ihr wollt. Viel Vergnügen. Ich hab zu tun. Vergiss bitte nicht, pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Klar, Oma. Dalli ist nämlich immer so unpünktlich. Wie hat die Kleine sich denn entwickelt? Dalli? Mhm. Na, du wirst ja sehen. Das ist er. Na, das wird wieder gut, Sabinchen, bis du heiratest. So, Thea, gib mal Fuß. Komm mal, Fuß. Oh. Na, gib Fuß. So. Ja. Na ja. Ach, Kindchen. Das kommt alles wieder in Ordnung. Denn nun weine mal nicht gleich. Er bedankt sich, statt Rechnung. Ja. Na,
Rein, bei uns, alles in Ordnung? Jo, bis auf mein olles Leib, ja, mein Hals. Sie wissen ja, Doktor. Ja, ja, das mit dem... Mit dem Hals oder? Ja, mit der trockenen Kehle, oh. Das ist ja nur chronisch. Oh, das ist so trocken. Prost, Herr Doktor. Oh, sag mal, hat der Herr von Roth, hat er nur mit dem Landrat gesprochen? Nee, noch nicht. So. Aber er ist deswegen gerade ins Dorf. So. Doktor, wenn Sie mich fragen. Ja? Hallo, Edelbert. Ja. Hey, Herr Nettel. Was ist denn? Wie geht's? Immer noch der Alte? Ja, Unkraut vergeht. Wie man von die Sache, das weiß ich aber noch nicht. Klar. Wissen Sie, Herr Doktor, was Herrn von Roth hier fehlt, das ist kein Landrat. Herr Seerich, das ist eine Frau. Ich meine, der Mann kann doch so nicht hier weiterleben. Der muss doch endlich mal versuchen, den Tod von Angela zu verwinden, ne? Sagen Sie mal, Doktor, Sie kommen doch immer so viel rum, ne? Hein, nur mal einen Punkt, ne? Ich meine, ich bin... Tierarzt, ich bin auch Briefträger, aber Heiratsvermittler, das liebt man nicht. Also pass auf, den Gurt schön festschneiden, damit der Sattel nicht rutscht. Ja, danke, das habe ich kapiert. Können Sie überhaupt reiten? Hoffentlich. Es ist zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber... Ja, aber vom Gaul. Na, wie gefällt sie dir? Ist doch ein prima Kerl. Ja, doch. Also pass auf, schön gerade sitzen, Kreuz durchbiegen, Zügel locker. Weißt du, reit immer hinter mir her, dann kann dir gar nichts passieren. Moment, warte doch! Lauf! Alter Dussel! Pony fehlt doch was. Tatsächlich. Na, wer kommt denn da? Gell, du bist mir doch nicht böse, dass ich dir nicht alles nachgemacht habe. Ja, ja. 2 Jahre nicht mehr im Sattel gesessen und dann gleich wieder so ein wildes Biest. Biest? Sowas entwohnt dann überhaupt nicht gerne. Bitte? Wollen wir tauschen? Grauen als Lampfrau. Oh, kommt gar nicht in Frage. Es wird ja gelacht. Ich fange mir den Hirsch wieder ein. Weit verzeiht. Wohin reiten wir denn jetzt? Zur Imhofscheune. Eine Biege stand im Westen und ein Cowboy sang mich rein. Und er legte mir ein Lasso in die Biege mit hinein. Holla, holla, in die Biege mit hinein. Holla, 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 holla
fein rausgemacht. Im vorigen Jahr warst du noch ein kleines Girl, jetzt bist du schon fast eine Dame. Dolly, was veranstaltet ihr denn hier für einen Affenzirkus? Affenzirkus, Pony-Zirkus. Todernste Sache, Dick. Ich bin der Herr Direktor. Ja, ja. Tag, Herr Direktor. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich da mal ein bisschen einmische? Gefallen bist. Kann jetzt nicht mehr passieren, nicht? Nee. Jetzt nicht mehr. Na, versuch's doch mal auf Achilles. Ja, hallo. Was macht ihr denn hier in der Immhofscholle? Pfiff genügt. Achilles steigt garantiert. Trick aus unserem Zirkus. Ja. Herr Edelbert. Wo kommst du denn her? Aus München. Tag, Jochen. Mit meinem Freund Ralf, dem genialsten Grafiker der Gegenwart. Gestatten? Schiller. Ich dachte Trommler. Nein, Klarinettist. Guten Tag. Tag. Gut. Sag mal, ihr Rasselbande, was treibt ihr denn hier eigentlich? Hm? Jochen, Du brauchst doch Geld, ne? Ja. Ich habe schon dreimal geschrieben. An wen? An den Zirkus Busch. Na und? Hat er geantwortet? Nö, noch nicht. Aber wenn er antwortet, dann sind wir fein raus. Raus. Ist eine gute Idee. Raus mit euch, aber ganz schnell. Na, ihr bleibt ja noch ein paar Tage hier. Nein, danke. Ich möchte nicht stören. Wir wollten eigentlich noch weiter. Aber was, ihr bleibt hier. Auf dem Speicher ist bestimmt noch Platz. Da werden wir schon was zaubern. Na, also ist ja hochherrschaftlich. Hier hat jeder noch eine Decke. Danke. Zufrieden? Zigarette? Danke. Aber rauchen ist verboten. Tja, übrigens, damit kein Irrtum aufkommt, die Blumen sind nicht von mir. Aufmerksam von Dick. Ja, mehr kann ich im Augenblick nicht für euch tun. Gut schlafen müsst ihr selber. Bestimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Jochen? Ja? Jochen? Damals, als Angela gestorben ist, das war ein harter Schlag für Sie. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich schreiben sollte. Und Sie wissen doch, dass... Schon gut, mein Junge. Ich danke dir. Ausnahmsweise mal nicht recht gehabt. Womit? Nur mit Edelbert. Wieso? Ist doch gekommen. Nun bist du wohl doll glücklich, was? Du dich meine ich. Du wieder spielen kann. Himmlisch. Süß. Dieser Ralf.
dieser Klarinettenknüller, Schüller, der hat auf unsere kleine Dick einen beachtlichen Eindruck gemacht. So? Ja, ich hatte jedenfalls den Eindruck. Sie merken aber auch alles. Aber ich weiß es schon länger und ich bin kein Viehdoktor. Ja, Sie haben eben Menschenkenntnis. Ja, wenn Sie es nur einsehen. Und die haben Sie doch bewiesen, als Sie damals meinen Heiratsantrag rundweg ablehnten. Guten Abend. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Herr Reitlehrer. Guten Abend, Doktor. Na, was machen die Sorgen? Der Landrat hat sich heute früh verleugnen lassen. Ach, Jochen, du mit deiner Idee. Die ist an sich wunderschön, aber die hat eine Fehde, sie ist nicht durchzuführen. Aber ja. Was sagen Sie, Pudlich? Sie kommen doch viel herum. Wer könnte hier so etwas finanzieren? Was, hier? Niemand. Die Leute hier, da müsste man schon ein bisschen weiter reisen. Ja, bis ans Ende der Welt. Ja, wirklich. Die Riviera ist ein feuchter Schmutz dagegen. Wollen wir sehen, wer zuerst im Wasser ist, ja? Kommt mich doch! Los! Hey, 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 komm! Okay. Hey, 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 komm, schneller! Guck mal, glaub mir, Manns, Dick kommt für uns im Zirkus nicht in Frage. Wieso denn nicht? Die ist doch sonst immer für ihn Quatsch zu haben. Ah, nicht mehr. Weißt du, wenn die Leute erwachsen werden, dann werden sie komisch. Das ist unfair, zwei starke Männer gegen ein schwaches Weib. Hey, hopp! Hopp. Nur guck dir das mal an, so was Albernes. Mensch, wie die kleinen Kinder. Vicky, wollen wir mal rüberschwimmen? Wohin denn? Zu unserer Insel, du weißt doch noch. Klar, Edelbert, und kommen Sie mit, Herr Schüller? Nee. Mein Ischias. Und das viele nasse Wasser hier. Man ist eben doch nicht mehr der Jüngste. Bedauernswerter Greis. Na komm schon. Hey, Ralf! Wechsel der Gast in unserer Mitte! Ach, nee, Kinder, lasst mir meine Ruhe, ich hab jetzt keine Lust. So, damit hat der große Manni zu deinem Tod beschlossen. Was? Nein, gerade! Ich muss endlich mal alleine mit dir reden, Dick. Hättest du schon lange haben können, Edelbert. Weil Ralf ist doch immer dabei. Ich denke, Ralf ist dein bester Freund. Natürlich. Du weißt schon, was ich meine. Nö. Sieh mal, Dicky. Psst. Hör mal. Hm? Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, dich wiederzusehen. Wirklich? Wirklich, Dick. Ich habe doch so lange nichts mehr von dir gehört. Ich aber von dir auch nicht, du. Ich hatte wirklich keine Zeit. Ralf sagt auch immer, man kommt einfach nicht zum Schreiben. Und ganz nebenbei musste ich auch noch ein bisschen studieren. Ganz nebenbei? Hm.
So ein bisschen? Hm? So richtig? Ja! Sowas ist heutzutage gar nicht mehr wichtig. Du lebst schließlich auf dem Lande und ich habe ganz andere Probleme als du. Aber so viel musst du verstehen. Wenn ein Mann, ich meine, wenn ich nach 2 Jahren wiederkomme, dann kann ich doch wenigstens erwarten, dass du ein bisschen mehr Zeit für mich hast. Und Interesse. Und überhaupt, dass du mich und mehr... Und überhaupt! Und überhaupt kommst du mir mächtig komisch vor. Wieso? Ich bin genau wie damals. Wenn du mich nur ein bisschen verstehen könntest. Aber Edelbert, ich glaube, du kannst mich nicht verstehen. Ich habe auch Probleme. Denn hier ist inzwischen allerhand passiert. Wir haben alle Probleme und Sorgen und du hast anscheinend keine. Aber hör mal, Dick. Wie Dalli kommst du mir vor? Redest immer nur von dir. Was du dir denkst und was du alles kannst, das tut kein richtiger Mann. Den sich eine Frau gern verlassen möchte. Besten Dank, meine Herren und Damen Indianer. Besten Dank. Wir danken Ihnen. Na Kinder, was macht ihr denn hier? Ralf hat sich freigespielt. Abbinden, los. Kommen Sie mit schwimmen, Herr von Roth? Ich bedauere, ich muss zum Innenhof hinüber. Darf ich Sie begleiten? Bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Augenblick, ich ziehe mir nur rasch was an. Da, Ralf. Guck mal, Edelbert. Ralf reitet mit Jochen weg. Los, wir müssen hinterher. Komm, schnell. Dicky. Ja, den Immenhof, den kennen Sie ja schon. Ja, ja. Hallo. Scheibe kaputt? Ist wohl einer sehr neugierig gewesen. Kommen Sie mit? Klar. Schließlich sind wir ja für alles verantwortlich, auch für das tote Inventar. Hier drin kommt man sich selbst vor wie totes Inventar. So ein unbewohntes Haus. Ziemlich trostlos, was? Eine Luft wie in einem Erbbegräbnis. Also mir ist das einfach unbegreiflich. So ein herrlicher Besitz. Tja, leider ohne Landwirtschaft. Aber dieses riesige, gut erhaltene Gebäude. Ist ein Haus, das jeden auffrisst. Man müsste sich doch irgendwas daraus machen lassen. Tja, ganz meine Meinung, danke. Ein Haus allein ist nicht genug. Aber ein Haus und eine Idee. Herrgott, nochmal, da müsste sich doch was zaubern lassen. Wie zum Beispiel ein Ferienheim. Oder ein Industrieerholungsheim. Oder meinetwegen ein Sanatorium. Irgendwas, irgendeine Idee. Meinen Sie, ich hätte keine Idee? Ich habe eine weit bessere sogar. Was für eine Idee? Ein Ponyhotel müsste man aus dem Laden hier machen. Ein Ponyhotel? Was ist denn das? Ja. In Schottland und in Island gibt es das schon lange. Die Gäste zahlen ihre Pension, nicht mehr als anderswo, und jeder hat seinen Reitpony. Das pflegt er selber und mit ihm kann er reiten, so viel und so oft er lustig ist. Und wenn er nicht reiten will, dann kann er sich in einem Pony gespannt spazieren fahren lassen. Ich sage Ihnen, das ist ein Riesenspaß für Jung und Alt. Die beiden müssen im Haus sein. Sag mal, Dick, warum musst du denn unbedingt immer hinter Ralf hinterher dackeln?
Aber warum machen Sie denn kein Ponyhotel draus? Das ist doch die Idee. Ja, das wäre die Idee. Aber hier ist doch kein Geld für sowas aufzutreiben. Verstehe ich nicht. Den Verdienst rechne ich doch ohne Bleistift aus. Ah, Sie. Aber hier hat ja jeder sein amtlich geschütztes Brett vorm Kopf. Ponyhotel. Das gibt's hier nicht. Das darf's hier gar nicht geben. Und so denkt der Lehrer und der Küster und der Landrat und die Kreissparkasse. Ja, dann müssen Sie halt ein paar Häuser weitergehen. 50.000 Mark und das Ponyhotel steht da. Vom Klubsessel bis zum Zahnstocher. Alles kalkuliert. Naja, aber wo treibe ich die 50.000 Mark auf? 50.000 Mark? Na nun, wo kommt ihr denn her? 50.000 Mark, das ist doch keine Angelegenheit. Hast du sie zufällig bei dir? Versprechen kann ich es natürlich nicht, aber ich könnte mich ja mal bemühen. Du? Ausgerechnet du. Warum denn nicht? Ich denke da an meinen, ich meine, man hat ja so seine gewissen Beziehungen. Ah. Du bist ein einziger Witz. Ja, lach nur. Ich meine es gut und du weißt wieder nichts Besseres, als mich auszulachen. Also, na, hör mal zu, mein Sei Name. Du nur ganz still. Erst bring ich dich her und dann bin ich ein einziger Witz. Aber Junge, du hörst dich doch nicht auf. Lach dir nur. Du, das sage ich dir. Dir werde ich es beweisen. Ui, den hat's erwischt. Jetzt überfällt er die Gemeindekasse. Mit Dallis ertrappern. Na lass nur, er ist noch ziemlich jung. Siehst du, und ihr glaubt das nicht. Hä? Der Junge hat noch viel zu lernen. Ja. Ich weiß mir wirklich keinen anderen Rat mehr. Sie müssen unbedingt mitkommen, Herr Dr. Pudlich. Ist ja nicht so einfach, mein lieber Junge. Ich habe doch meine Patienten. Ja, aber alleine schaffe ich's doch nicht. Onkel Pankratz ist ja sehr nett, aber furchtbar schwierig. Ich habe ihm doch schon so viel von Ihnen erzählt. Ja, die Sau kann warten. Was? Na, ich meine, die Sau von Frau Packebusch. Ach so. Ja, aber das und... Nein, nein, es geht, lieber Herr Dr. Pudlich. Sie und Oma Janssen. Na ja. Es geht doch um den Immenhof. Na ja. Aber hier Herr Schmidt. Ach, den kenne ich doch nicht. Herr Schmidt ist der Langhaar-Dackel vom Oberförster. Ich habe ihm hoch und heilig versprechen müssen, seine kranke Pfote zu behandeln. Ach, die Pfote. Die Pfote kann warten. Die Pfote kann nicht warten. Denken Sie doch. Eltwill, Sie wollten doch immer mal wieder an den Rhein. Ja. Onkel Pankratz ist nämlich der größte Weingutsbesitzer in Eltwill. Ja. Hat die edelsten Gewächse im Keller. Mhm. Spätlese. Auslese. Weinprobe. Ach, du Verführer. Na also, in einer Stunde fährt unser Zug, Onkel Pudlich. Ja, ist gut, ich wollte ja schon lange wieder mal eine Dummheit machen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Sag mal, weiß Oma Janssen Bescheid? Ja, ich habe mir einen Zettel hingelegt. Nanu, was ist denn das? Musste dringend verreisen, bin in 3 Tagen wieder da. Edelbert, also, da hört sich aber wirklich alles auf. Jochen, ja. Was sagst du dazu? Was denn? Das ist aber merkwürdig. Das ist mir unverständlich. Mir einfach einen Zettel aufzuspießen, bin in 3 Tagen wieder da. Jugend von heute. Du, lieber Jochen, hättest in seinem Alter so etwas bestimmt nicht getan. Ich? Nie. Oh, nehmen Sie sich so traurig, Frau Janssen. Als Schiffsjunge, ich war damals genauso alt wie Edelbert. Da bin ich in Rotterdam vom Butter nix ausgebüxt. Und wenn ich daran denke, au, da war ich 8 Tage lang drin. Wo? Oh. Schade, jetzt habe ich es vergessen. Woran denken Sie jetzt? Wieso? Sie machen so ein böses Gesicht. Och, ich habe mich so geärgert. Über mich? Ach, wo, über Edelbert. So einen Krach zu machen wegen nichts. Nicht ärgern, Dick. Dazu ist der Tag doch viel zu schön. Mhm. Ja, Sie haben eigentlich recht. Liebling. Dürfte ich die Damen bitten, ein kleines bisschen stillzuhalten? Oh, bitte sehr. Zauberhaft. So ein reizvolles Motiv habe ich eigentlich noch nie gezeichnet. Ein süßes Mäulchen hat der kleine Liebling. Und diese Öhrchen, da verliebt sich sogar mein Bleistift. Sagen Sie allen Ihren Modellen solche Schmeicheleien? Nur wenn ich sicher bin, dass Sie es nicht verstehen. Oh, ich verstehe Sie aber. Wenn Sie wüssten, wie schön es ist, richtig verstanden zu werden. Die Augen sind immer das Problematischste. Wie sehen denn deine Augen eigentlich wirklich aus? Meine? Mhm. Ja, Diggi, deine. Autsch! Schämst du dich gar nicht mehr, hinterher zu spionieren? Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass ihr beim Reifen... Hast du genug gesehen?
Mehr als genug. Edelbert wird sich wundern. Bäh! Und vergiss ihm nicht alles zu erzählen. Und sag ihm, dass wir uns 150 Mal geküsst haben. Dicky. Wozu denn die Aufregung? Wir haben uns doch gar nicht geküsst. Nö. Aber Sie haben vorhin du zu mir gesagt. Natürlich. Und du sollst auch du zu mir sagen. Ich soll zu Ihnen. Zu dir. Zu dir? Na, sag mal du. Hm? Du. Na, also. Jochen, du verdirbst dir ja die Augen, Junge. Ach, Oma, dabei ist mir fast, das sehe ich jetzt viel klarer. Schau mal, Oma. Der Hof war auf einer ganz falschen Rentabilität aufgebaut. Was? Zum Beispiel diese Position. Bist du Wildfanger, schreckst deinem Zug. Wo hast du denn wieder herumgestromert? Ich war nur noch auf Kundschaft aus. Kundschaft? Du, die könnten wir brauchen. Wir hätten 30 Ponys abzugeben. Ach so, meine ich doch das nicht. Ich meine Spähtrupp. Spähtrupp? Ah, und wo steckt der Feind? Staatsgeheimnis. Ach, dann nimm dein Staatsgeheimnis meinetwegen mit ins Bett, aber ein bisschen plötzlich. Noch, Oma. Nacht, Jochen. Gute Nacht, der Rübe. Kinder wachsen einem langsam, aber sicher über den Kopf. Ja, Oma, die sind schon richtig. Sind ein bisschen wild, aber das legt sich mit der Zeit. Leider. Mhm. So spät? Oh, verzeihen Sie, Oma Jansen, aber das war meine Schuld. Das war nämlich so zauberhaft. So? Ich meine, natürlich das Wetter und so überhaupt. Was halten Sie von Ihrem Freund Edelbert? Hat er Ihnen nichts gesagt? Nein. Kein Wort. Ist etwas vorgefallen? Nö. Na, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gute Nacht. Gute Nacht, Oma. Nacht, Oma. Wird schon wieder auftauchen. Kleiner Liebling, süßes Mäulchen, problematische Augen, lauter so ein Quatsch. Ach nee, und was hat die gesagt? Die? Gar nicht. So hat sie da gesessen. Wie de Monroe. Da kommt Pudlich. Hey, Onkel Pudlich, hey, wo waren Sie denn so lange? Im tiefen Keller seht ich noch. Das geht dich gar nichts an, wenn ich so neugierig. Du Mist! Ach, das war ja Pudlich. Das ist so eine Verwechslung. Das ist mir aber unangenehm. Oh, das ist ja reizend, Fangfeind. Nein, bitte, bitte. Ich bin ja gar nicht nass. Sie haben ja gar nicht getroffen. Gott sei Dank. Na, übrigens bin ich ja kalte Duschen von Ihnen gewöhnt, verehrte Frau Henriette. Schon von meinem ersten Heiratsantrag her, der ja mit Donnerblitz und Wolkenbruch daneben ging. Hören Sie bloß auf. Ja, aber auf den Schrecken muss ich was zu mir nehmen. Wo habe ich denn? Hier ist doch irgendwo mein Spezialpüllchen. Ach, da ist ja das Spezialpüllchen. Ja, Frau Henriette, das bin ich meiner Gesundheit schuldig, damit ich keinen Schnupfen kriege. Bringen Sie uns wieder die Post? Ja, sozusagen. Aber diesmal bin ich persönlich, meine... Ich selbst. Ich bin nämlich selber die Post. Und zwar mit guten Nachrichten. Wieso? Ja, ich habe eine kleine Spritztour an den Rhein gemacht. Nach Eltville. Mit Edelbert. Mit Edelbert? Ja, zu seinem Onkel Pankratz. Pankratz Hallgarten. Das ist übrigens ein ulkiges Haus. Das ist ja wohl die Höhe. Also ich sitze hier und mache mir Sorgen und Sie kariolen mit Edelbert 3 Tage in der Weltgeschichte herum. Allein hat er sich ja nicht hingetraut nach Eltville, den Onkel. Ja. Der Onkel Pankratz hat Geld. Der hat enorm viel Geld. So. Nur merken Sie was? Nee. Henriette. Ja. Edelbert? Ja. Der gute Junge. Das ist ein Prachtjunge, sage ich Ihnen. Der Plan ist nämlich der, Onkel Pankratz für den Innenhof zu interessieren. Und morgen kommt er tatsächlich persönlich her, um ihn sich anzusehen. Ach. Ja. Was ist denn das für ein Mensch, der Onkel Pankratz? Ja,
Das ist ein gutes Herz in einer rauen Schale. Jedenfalls muss er großartig empfangen werden. So. Gelangt an der Tür, schiebt herzlich willkommen, mit einem Wort ganz großer Bahnhof. Und man muss ihm Laune machen, wenn er morgen kommt. Ja, was denn noch? Ja, man muss so auf ein gewisses Steckenpferd einzugehen. Ja, er hat ja sogar ein Hobby. Goldfische. Sein Haus ist ein einziges Aquarium. Den geht das Herz erst richtig auf, wenn er einen Goldfisch sieht. Goldfisch? Edelberg bringt ihn morgen mit. Ein Goldfisch? Nee, den Onkel Pankratz natürlich. Erstaunliche Kiddings, was Herrn Dattel nicht alles kann, was Fliegen, Bügel, Backen und mit der Zuckertüte schreiben, ne? Ab und zu, Mund auf. Aber was ist das denn, ein Pankratz? Was, ihr kennt ihr nicht den Panzerkreuzer Pankratz, der immer am Äquator längs schippert und den armen Negern Kindern wolle Socken bringt? Lass doch mal euer Schuhgeld wiedergeben, ne? Nein, ist der Goldfisch richtig? Ja, der ist Gold richtig. Wenn Dalle jetzt noch rechtzeitig mit dem Wein eintrudelt, dann sind wir komplett weg. Papilein? Ja? Soll ich nicht ein bisschen fahren? Ha? Du bist doch sicher müde. Müde? War noch nie in meinem Leben müde. Auch. Edelbert darf aber nicht merken, dass wir uns duzen. Warum denn nicht? Na ja, sonst denkt er womöglich noch, wir hätten Heimlichkeiten miteinander. Heimlichkeiten? Dick, du redst vielleicht einen Unsinn. Na, ihr beiden. Oma. Ihr sagt du zueinander. Finde ich aber nett. Wo soll die Torte hin, Frau Janssen? Na, stellt sie schon auf den Kaffeetisch. Ja. Komm, Dicky. Eugel. Aber nicht so neugierig, Kinderchens. Und Onkel Pankratz ist ja noch gar nicht da. Na, Manns, wie weit bist du? Oh, prächtig. Ein richtig lebendiger Goldfisch. Vom Herrn Pastor. Gepumpt. Oh, ihr Lausejungen, ist ja die Höhe. Den Platz von Herrn Heilgarten recht hübsch dekoriert. Edelbert bekommt eine Rose auf den Teller, die hat er verdient. Prima, prima, jetzt kann uns gar nichts mehr passieren. Alles schiefgegangen, aber den Wein, den habe ich gerettet. Wieso? Was ist schiefgegangen? Was ist das denn das? Schlimm. Hallo, Dicky, Oma Janssen. Edelbert, aufregend. Ja, das sieht ja schlimm aus. Um Himmels Willen, ja. Ist was passiert? Ja, ich habe den Eindruck. Ach, trotzdem, herzlich willkommen. Danke, ja. Kann ich dir irgendetwas helfen, Fabian? Nein, danke. Das Fräulein Tochter. Ja, bitte. Herzlich willkommen. Hoffentlich ist Ihnen nichts passiert. Nein, nein, ich habe mir bloß ein bisschen den Rock zerrissen. Oh, Sie können sich in meinem Zimmer umziehen. Danke schön. Ich konnte wirklich nichts für den Unfall, Onkel Pankratz. Ja. Ich habe nur eine Flasche Wein geholt für Sie. Da, sonnige Winzerin. 1,20 Mark. Ach, sonnige Winzerin im Galopp entsetzt. Mein hochverehrter Herr Pankratz Halder. Ja. Hoffentlich hatten Sie eine fröhliche Fahrt. Oh ja, danke. In den Graben. Ein fürstlicher Empfang ist Ihnen. Ja, das habe ich gemerkt. Ein sogenannter ganz großer Bahnhof. Ja. Köstliche Torten sind gebacken und sogar ein Goldfisch kam angeschwommen. Sie finden hier alle Ihre Steckenpferde. Oh, hören Sie mir bitte auf mit Pferden, ja? Was ist denn was passiert? Ja, ja, es scheint so. Hier, galoppierende Winzerin, aber die trinken Sie bitte nicht auf mein Wohl. So, bitte darf ich jetzt bitte ins Haus.
aufwärts. Sie werden sich bestimmt wohlfühlen bei uns. Mann, hat für Sie ein wunderschönes Aquarium gemacht. Hm? Ja, ganz aus Glas. Na, durchsichtig, das ist aber fein. Und der Goldfisch, der ist von Herrn Pastor gepumpt. Alles für Sie. Bitte, da ist er. Du Misti! Oh, na dann, Prost, Barbarossa. Der schöne Goldfisch. Nun ist er weg. Ja. Aber jetzt wollen Sie sich vielleicht ein bisschen frisch machen. Ja. Da liegt die schon Wasser ein. Ja. Dann wollen wir uns erst mal stärken bei einer guten Tasse Kaffee und selbstgebackener Torte. Stärken. Das ist ein guter Gedanke. Das kann ich jetzt gebrauchen. So. Gib doch acht, ist ja nur Wasser. Ja, da hast du recht, ja. Nehmen Sie es nicht tragisch, Herr Hallgarten. Wir leben hier ländlich. Sittlich. Aber jetzt sollen Sie auch für den Schrecken entschädigt werden. Soll ich Sie nicht doch lieber mal untersuchen, recht gründlich? Nein, danke schön, mir geht es glänzend. Ach, ist ja gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm. Heim soll uns frischen Kuchen holen. Nein, danke. Ich will schlafen und ins Bett. Sobald mein Wagen wieder fahrbereit ist, will ich nur noch nach Hause. Vielleicht fehlt ihm wirklich was. Naja, wenn es ein Gaul wäre, dann würde ich sagen, altes Rheuma. Das war vielleicht Jubeltrubel, Heiterkeit. Schade, dass ich den Empfang versäumt habe. Seien Sie froh, so schief ist noch nie was Schiefes schiefgegangen. Wieso? Achsschenkelbruch. Ach du je, hoffentlich nur am Wagen. Nee, der Alte hat auch eine kleine Schramme abgekriegt. Wo? Hier. Jetzt ist er tief beleidigt, will keinen Menschen sehen. Das ist aber sehr unangenehm. Ja, ein blöder Auftakt, wenn man ihm ein paar Piepen aus der Nase ziehen will. Was reden Sie denn da, Ralf? Das hat niemand vorgehabt. Niemand? Na, dann will ich Edelbert mal fragen, warum er ihn dann überhaupt erst hergeschleift hat. Ach, ihr laute Jungs. Oh, haben Sie das alles mit angehört? Mhm. Ach, du je. Rot. Freut mich. Und wer bitte, wenn es erlaubt ist, sind Sie? Sein Laufbursche, Sekretär, Buchhalter und Chauffeur. Das heißt, manchmal fährt er auch selber. Zum Beispiel heute. Schwieriger Mensch, ne? Mhm. Querschädel, ja, Dickkopf. Mhm. Nicht leicht für Sie, was? Mhm. Mhm. Warum bleiben Sie dann bei ihm? Tja, man hat ja schließlich nur einen Vater. Das kann ich natürlich nie wieder gut machen. Nie, jetzt habe ich sie in der Hand. Ach, bitte, gnädiges Freund. Lassen Sie mich doch wieder raus aus Ihrer kleinen Hand, ja? Kann ich nicht versprechen. Da muss ich es mir erst mal näher anschauen. Ich glaube, die Sache steht nicht gut für Sie. Tja, was machen wir denn da? Abschleppdienst bestellen. Wie bitte? Ach so! Ihr seid mir ein paar Weihnachtsmänner, da strampelt man sich ab, tut, was man kann und ihr baut nicht für Katastrophen. Willst du einen Apfel, Dicky? Ja, danke. Hast du übrigens Edelbert schon erzählt, dass wir... Was? Ihr beide duzt euch? Ja. Hast du was dagegen? Störe ich? Nee, nicht im Geringsten. Weiß vielleicht jemand, wo mein Vater ist? Hm, hat sich hingelegt. Will nicht gestört werden. Ah, Ponys. Überall Ponys. Ja. Ganze Portemonnaie voll Ponys. Ah, da ist ja schon wieder ein Pony. Wie kommt denn das Pony in mein Schlafzimmer? Was? Ich geh's nicht mit dir. Du siehst doch auch, die Pankratz hat Angst vor dir. Komm, geh raus, los. Bitte? Trick aus unserem Zirkus. Hä? Was denn für ein Zirkus? Ponyzirkus. So. Ponys sind so klug. Ja, meinetwegen. Aber mir sind diese Dinger eben im Traum erschienen. Oh, es war fürchterlich. Oh, im Traum. Im Traum ist alles anders. Aber in Wirklichkeit, ich meine, auf der Weide und ja, so. Das kann ja alles sein. Oh, bitte, bitte bleiben Sie doch bei uns. Soll ich Ihnen mal die Ponys zeigen? Hm. Gut. Das ist Erika. Die springt prima. Die nimmt jedes Hindernis. So, na, das ist aber fein von der Erika. Meine Köchin heißt auch Erika. Die springt aber nicht mehr so gut. Das da hinten ist Rosi, große Schwester von Schneewittchen. Ach so. Rosi, wir kriegen Besuch. Na, die sind aber niedlich, nicht? Rosi, das ist Onkel Pankratz. Gib schön Hüfchen, Rosi. Sag Onkel Pankratz guten Tag. Ja, na, das ist ja wie ein richtig stehender Hund. Kann es auch schön machen. Komm mal her, komm hoch. Na, komm mal. Na, das ist ja fabelhaft, ja. Ach, das ist ja ein allerliebstes Viech, ne? Wie? Ja. Echtes Shetlandblut. Was? Ach so, ja, nein, ich meine, ein prächtiger Gaul. Na, komm mal her, Schneewittchen. Bitte? Ja? Da kommen meine Leute.
Bescheid gesagt. Die bringen ihr Auto in die Schmiede. Ah ja, danke schön. Das ist fein, ja. Hey! Hallo! Hallo! In die Wiege mit hinein! So ein Pony, das kann alles. Ja, das weiß viel mehr als wir. Könnte es noch Eier legen? Ja. Wäre es ein Wundertier? Hallo! 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 Juhu! Wäre es ein Wundertier? Hallo! 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 Wer sind Zirkus und nicht hier? Ja, das ist richtig. Das ist aber ein schönes Lied. Ja, sag mal, du, wie hast du das gemacht? Aber als Schuljunge habe ich es noch gekonnt. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ja, hier, komm, lass uns sei ruhig. Oh, mir die schönste Braut geholt. Hallo. Und deshalb, weil wir doch die vielen Ponys haben, möchte ich auch in ein Ponyhotel ein. Deshalb hat Edelbert sie doch geholt. Ach, sieh mal an. Ach, und da willst du mich wohl als Liftboy einstellen, was? Ach, arbeiten sollen sie gar nicht. Ich glaube, sie sollen nur das Geld rausrücken. Weiter nischt. So, weiter nischt. Aha, das ist gut. Wie? Ja? Haben Sie noch was in der Tasche? Geld? Nee, Zucker. Ach so, ja, ein bisschen. Kommt her, komm. So. Hat Edith Ihnen nichts gesagt? Nein, aber euer Pferdedoktor, Herr Pudlich, hat mir so etwas angedeutet. Ja. Der braune Fuchs da drüben. Da, der. Ja. Das ist Achilles. Den müssen Sie mal kennenlernen. Ha. Achilles. Ja, richtig. Den wollte ich auch immer schon mal kennenlernen. Also auf zu Achilles. Ja. Komm. Das ist Achilles. Ah ja. So ein großer Name für so ein kleines Tier. Aber warum ist denn das arme Vieh angebunden? Ach, der geht uns sonst über alle Zäune. Ach so. Der ist wohl ziemlich wild, was? Ivo, der ist Lampfrum. Ja? Der Jürgen vom Bauer Bartning, der reitet ihn. Und der ist erst 5 Jahre alt. Aha, na ja, ich bin schon 50. Die paar Jahre Unterschied. Na, soll ich's mal versuchen? Mann zu. Ja. Oh, Mann. Oh, so. Danke, Pankratz. Oh. Ja, ja, komm nochmal, komm. Gleich nochmal, ja. Nicht den Mut verlieren. Nee. Oh. Na, nun, komm nochmal richtig, so. Na, komm mal rum, Mädchen, komm mal rum. Und schieb mich doch mal rauf, komm. Na, du wiegst aber mindestens einen Zentner. Nicht ganz, nicht ganz. Na, Onkel Pankratz, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, stimmt? Ja, das stimmt. Ja. Ha. Nicht pfeifen, Onkel Pankratz, um Gottes Willen, nicht pfeifen. Ach, das geht ja sowieso nicht. Ah! Oh. Oh. Auch ein Trick aus unserem Zirkus. Oh, Lampfrom nennst du dieses Luder. Oh, die Arabella, die macht das nicht. Ja, das kann ja sein, aber jetzt habe ich genug und pfeife auf deine ganzen Arabellas. Aber Onkel Pankratz, Reiterleben ist eben hart. Ja, das habe ich gemerkt. Das geht das nächste Mal bestimmt besser. Noch besser? Ah, danke. Bei mir gibt's kein nächstes Mal. Sobald der Wagen aus der Schmiede kommt, fahre ich ab. Oh. Und Fräulein Margot? Fährt mit. Vorsicht, Captain. Ich stehe mir genau im Kielwasser. Ja, und sei nicht so leidenschaftlich. Ja? Herr von Roth? Oh, ich fall. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Bitte schön. Kommen Sie ruhig. Entschuldigung. Der eine ist nämlich unberechenbar, wenn er mal arbeitet. Bitte schön. Captain. Ja? Sie hatten mir doch etwas versprochen. Versprochen? Was denn? Sie wollten mir Ihre Welt zeigen. Ach so, ja, ja, natürlich. Ja. Gerne, aber muss es gleich sein? Gleich? Sie wissen doch, ich habe sie immer noch in der Hand. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Hein mich entlässt. Im Gegenteil. Ich bin mir nur im Weg. Na also, dann bin ich entlassen. Na fein. Bitte schön. Ja, aber so vollgeschmiert kann ich doch nicht mit Ihnen durchs Gelände traben, neben so viel Eleganz. Doch, doch, Sie können. Aber ich fürchte, Sie sind auch ein schwieriger Mensch und ein querschädiger Dickkopf. Kommen Sie! Nicht doch, nicht doch. Na, Edelbert? Du wolltest doch schon die ganze Zeit was sagen. Na los, spuck's aus. Wieso duzt du dich mit Ralf? Passt dir wohl nicht. Nö. Aber ich denke, Ralf ist dein bester Freund. Eben drum. Also, Dick, ich verstehe dich nicht. Ich fahre fort, organisiere das Geld und du... Es
Erstens mal hast du das Geld ja noch gar nicht. Und überhaupt, was hat denn das alles mit mir zu tun? Ich habe doch das alles nur für dich getan. Für mich? Ja. Ach, das will ich aber nicht. Das ist er. Ach, sind das herrliche Seerosen. Darf ich eine abpflücken? Ja, natürlich. Aber seien Sie vorsichtig. Die sitzen ziemlich fest. Dieter! Ah! Ah! Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, um Himmels Willen, wo bleiben Sie denn? Na, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, Sie kommen gar nicht mehr wieder. Kommen Sie her. Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. Na, hoffentlich haben Sie nicht zu viel Wasser geschluckt. Naja, Wasser ist ja ganz gesund, bloß nicht für so ein schönes Modellkleid. Da sind Sie natürlich besser dran. Können Sie schwimmen? Naja, bis gestern konnte ich's noch. Ah! 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 Vier! Eins, zwei, drei, vier. Gewonnen! Oh, verloren! Mensch, ärger dich! Ah! Verzeihung. Ja, ist schon gut, mein Kind. Na, wie steht's denn? Hat Herr Hallgarten sich schon irgendwie geäußert? Ach, ich glaube, aus dem Kauf wird nichts. No. Wir wollen ihm mal den Puls fühlen. Ach ja, Pudlig, machen Sie das doch. Gehen Sie doch mal hin. Na, mein lieber Herr Hallgarten, haben Sie schon auf Dodo schon so ein bisschen eingelebt? Ach, na ja, bitte nehmen Sie Platz. Ne? Dankeschön. Ich glaube, meine Tage hier sind gezählt. Gezählt? Ja. Dani, los, verschwinde. So. Die Geschäfte warten. Ja, die Geschäfte. Sie stehen ja gerade vor besonders wichtigen geschäftlichen Entscheidungen. Ich? Wa? Wieso? Wie meinen Sie das, Herr Pudlich? Oh Gott, nur so. Allgemein. Schließlich kommt ja alles, wie es muss. Wie es muss? Wie es muss, natürlich, das sage ich auch immer. Ja. Aber Sie wollten eben von Geschäften sprechen. Ich? Ja. Ach so, ja. Ich wollte sagen, man soll geschäftlich immer so ein bisschen großzügig sein. Das lohnt sich nämlich. Lohnt sich nämlich? Ja, natürlich. Oh Gott, ich habe vielleicht nicht so viel geschäftliche Erfahrung wie Sie. Ich? Doch. Aber dafür habe ich eine Tochter. Ja, eine Tochter. Tochter, ja, die ich nebenbei auch noch zu denken habe. Ja, da hat Herr Hallgarten aber recht. Ja, die Tochter, das meine ich ja eben. Und auf diese Tochter kann Herr Hallgarten mächtig stolz sein. Ja, das bin ich auch. Ja, das Mädel hat viel gelernt. Sprachen, Buchführung, na, die schmeißt mir überhaupt den ganzen Laden. Ja, sowas braucht man eben, auch. Wenn eine Frage erlaubt ist, ist Fräulein Margot noch frei? Wie? Ich meine, ob sie schon verlobt ist. Oh, wir hatten eine ganze Reihe seriöser Angebote und, ich meine, Anträge. Angebote? Ja. Aber ich habe sie alle abgelehnt. So? Ja, wir heiraten nämlich nur einen Kaufmann. Aha, Kaufmann. Ja, und zwar einen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Gewaschen ist. So, da hören wir wieder. Ja, was ist denn? Ja, wie seht ihr denn aus? Herr von Rot ist ins Wasser gefallen und ich habe ihn gerettet. Oh. Mensch, Dalli hat doch gesehen. Komm, warst du weg. Da hat sich Ralf an sie rangemacht. Also das hätte ich von Dick nicht gedacht. Mensch, Dick kann doch nichts dafür. Das ist nur Ralf dran schuld. Zum Beispiel, wenn ich ein Mädel küsse. Was kann die da schon machen? Ilber! Das ist sie. Los, hau ab. Ich will allein mit dir sprechen. Edelbert, wir haben dich überall gesucht. Wer wir? Wir beide. Ach so, ihr beide. Das hat mir gerade noch gefehlt. Edelbert, nun nimm doch mal Vernunft an. Du hast nötig. Jetzt hör doch gefälligst erst mal zu. Ausgerechnet dir. Du kannst mir viel erzählen. Dich kenne ich jetzt. Wie toll. Edelbert. Komm! Du bist gemein! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Dreimal hast du mir jetzt schon dazwischen geredet, Papa. Nur zu deinem Besten, mein liebes Kind. Vielleicht. Na also. Ach, und ein Liebhaber, der sich abweisen lässt, taugt in meinen Augen sowieso nichts. Komisch, Papa, wie oft du recht hast. Nur diesmal, da will ich... Diesmal? Ach. Soll das etwa heißen, dass dieser Herr von Roth...
Das soll gar nichts heißen. Ich will nur andeuten, dass ich mir von dir ein viertes Mal nicht dazwischenreden lasse. Na, komisch, komisch. Dass ihr Weiber euch immer so undeutlich ausdrückt, wenn ihr deutlich werdet. Also gut, dann ganz deutlich. Wenn sich in den nächsten Tagen hier etwas ereignen soll. Nee, mein liebes Kind, hier kann sich in den nächsten Tagen gar nichts ereignen. Wir fahren nämlich ab. Wir? Ja. Du vielleicht. Ich nicht. Ich habe wir gesagt. Ich nicht. Wir. Wir. Onkel Pankratz. Onkel Pankratz. Oh, was ist denn schon wieder? Kann man denn hier nicht mal in Ruhe seinen Krimscher lesen? Onkel Pankratz, ich muss dir was sagen. Ich glaube, es ist besser, wir fahren ab. Wie kommst du denn darauf? Was ist denn los? Ach, gar nichts. Es ist wegen Dick und Ralf. Ja? Ich bin ja menschlich irgendwie so wahnsinnig enttäuscht. Ach, sieh mal an. Hoheit sind menschlich irgendwie so wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Mhm. Noch nicht trocken hinter den Ohren und schon hinter den Mädchen her, was? Erst schleppst du mich mit Gewalt hierher. Hätte mir beinahe deinetwegen ein paar Mal fast den Hals gebrochen. Und jetzt soll ich plötzlich wegen irgendeiner kleinen Eifersuchtsgeschichte abfahren? Nee, du fährst ab. Ich bleibe. Und zwar sofort fährst du ab. Na bitte. Trippel, 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 trippel Pony. Trippel, 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 trippel Pony. Also hör zu, ich muss mal mit dir reden. Mensch, mach doch keinen Mist. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich fahre ab, noch heute Abend. Hast du dir das genau überlegt? Bitte, wie du willst. Hier ist der Rest von unserem Reisegeld. Ich komm schon irgendwie nach München. Hab mal keine Angst. Ich hau schon ab. Meine Schuld. Bitte, bitte, bleib doch da. Na, aber ich bin gleich wieder da. Abgereist. Was? Ohne mir, ich meine, ohne Oma und Jochen etwas davon zu sagen? Das finde ich nicht recht. Ich weiß nicht, Dick. Vielleicht hat Edelbert mal recht gehabt. Diesmal vielleicht. Lass ihn. Ich nehme an, dass Manzin schon zum Bahnhof fährt. Und ich fahr morgen. Du, Ralf? Das kannst du mir doch nicht antun. Ich muss es, Dick. Ich möchte auch einmal wiederkommen können. Deshalb muss ich es tun. Verstehst du das nicht? Doch. Gute Nacht. Mein Kind, gut geschlafen? Ja, danke schön, danke schön. Wutlich hat die Post mitgebracht. Ach, das ist aber fein. Ah, Bau- und Bodenbank, ja, ja, darauf warte ich schon. Das ist ja. Oh, du hast doch sicher schon gefrühstückt, nicht? Ich muss hier nämlich noch ein bisschen Schularbeiten machen. Ja. Na, dann lass dich nicht stören, Papi. Tschüss. Tschüss, mein Kind, wiedersehen. Hallo, Jochen. Hier ist Post. Für mich? Nein, für Oma Jansen. Aber ich glaube, es ist nichts Gutes. Vom Amtsgericht. Na, das werde ich mir lieber selbst aufmachen. Dankeschön.
einen Brief. Von Ralf? Kirsche? Ich wäre aber auch so gegangen. Oma, es ist soweit. Der Vollstreckungsbeschluss. Am 12. wird er im Hof versteigert. Ja, dann. Dann wollen wir mal tapfer sein. Das Leben geht trotzdem weiter, sagt man. Und das letzte Stückchen Weg werde ich schon noch schaffen. Jochen, ich danke dir für alles. Und jetzt, wenn das vorüber ist, dann denk auch mal an dich. Dein Leben muss auch weitergehen. Wird schon, Oma. So oder so. Und was auch geschieht, ich werde immer für euch da sein. Ich danke dir. Hallo, Captain. Wir wollen auf die Koppel, ne? Hallo. Liebesbrief? Ja, sowas ähnliches. Am 12. tanzen wir auf dem Immenhof, aber mit dem Gerichtsvollzieher. Ja, das habe ich schon im großen Zeh gespürt. Ralf und Edelbert sind weg. Die Ratten verlassen das stinkende Schiff. Und der olle Pankratz, der haut auch ab. Von mir aus, oder? Also ich finde, Sie sollten doch lieber mal mit dem Ollen reden. Ich meine, so von Mann zu Mann. Ach, Mann zu Mann. Geschnorrt ist geschnorrt. Danke, liegt mir nicht. Ich weiß nicht, man müsste, Captain. Man müsste. Man müsste Omas Zäune reparieren, weiter nichts. Aber wirklich, Captain, man müsste da wirklich noch von. Ein halber Fest. Jo. Mit Ihren Augen möchte ich mal die Welt sehen. Darüber lässt sich reden. Ich trolle. Ich habe den Nägel vergessen. Na dann mal los. Treffen Sie auch bestimmt? Präzis. Einen habe ich zu Ostern genau auf den Daumennagel getroffen. Na, heute ist ja nicht Ostern. Ihr Vertrauen ehrt mich. Wie lange kann das hier noch dauern? So, es kommt ganz darauf an, wie lange Hein uns hier allein lässt. Ich habe Sie gefragt, wie lange das hier noch dauern kann. Unter diesen Umständen dann natürlich entsprechend länger. Ich meine nur, mein Vater fährt nämlich heute Mittag weg. Falls Sie noch irgendetwas mit ihm zu besprechen haben sollten. Ich? Nein, nein. Nein, wenn überhaupt jemand, dann nur Oma Jansen. Ach so. Ich will kein Geld von Ihrem Vater. Wenn ich Ihren Vater um etwas bitte, dann. Dann ist es ganz was anderes. Was denn? Wieso sind Sie dann noch hier, wenn Sie heute Mittag abfahren wollen? Ich bleibe hier. Richtig so? Ja, ja, ein bisschen zu mir. Ich habe schon mit Oma Jansen gesprochen. Ich möchte mich hier gerne ein bisschen nützlich machen. Na, dann hauen Sie mal zu. Zuhauen! Darauf können Sie sich verlassen. Ich will Sie ja nicht drängen, ich. Ich verstehe auch gar nichts vom Hotelfach. Aber ich. Und wie gesagt, ich bin nicht daran interessiert. Meine Idee war es ja nicht. Nein, nein, ich weiß, gnädige Frau, ich weiß. Aber ich weiß auch, was und wer dahinter steckt. Und das könnte man den Betreffenden auch. Ich meine, das sollte man den Betreffenden auch. Ach, Unsinn, das werde ich jetzt den Betreffenden auch unmissverständlich sagen. Ja. Ah. Sie entschuldigen mich bitte. Hä? Wen meinen Sie damit? Hä? Doch, 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 doch. Ja. Sie suche ich gerade. Ich sie auch. Wo ist meine Tochter Margot? Da hinten auf der Weide. So, bitte. Ja.
Sie vielleicht glauben, dass ich mein Vermögen oder meine Tochter an einen habe. Ah, ich hänge. An einen habe nichts weggebe. Da haben Sie sich aber geirrt. Habe nichts. Bilden Sie sich nur ja nicht ein, dass ich irgendetwas von Ihrem Geld will, nicht einen Pfennig. Aber wenn Sie der Familie Jansen helfen wollen, dann wäre das eine gute Tat von Ihnen. Ich stehe Ihnen dabei nicht im Wege, ich wandere dann sowieso aus. Glückliche Reise. Wenn Sie sich unbedingt mit mir anlegen wollen, kommen Sie genau an den Rechten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich liebe Ihre Tochter. Ja. Au! Der Zaun ist elektrisch geladen. Ja, das habe ich gemerkt. Gehen Sie mal da weg. Liebt meine Tochter, das ist aber ein starkes Stück. Aber seien Sie beruhigt, ich nehme Sie nicht. So, sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Nein, ich bin gekommen, um Ihnen was ganz anderes zu sagen. Na, da bin ich... Das Holz, das kann Sie anfassen. Ja, da bin ich aber neugierig. Ja. Wenn ich noch mal Glück in diesem Leben haben sollte, dann nehme ich mir Ihre Tochter. Aber ohne Sie zu fragen. Ja. Und Ihr Vermögen, das können Sie sich dann sauer kochen, Sie eingebildeter Geldsack, Sie. Ja, wie Sie sehen, sind wir bereits seit einer ganzen Weile geschiedene Leute. Nicht wahr? Ei, ei, ei. Gewitter im Anzug. Komm, mein Kind, wir fahren. Captain, die beiden sind wir los. Also ich fahre jetzt ab. Dass du gerade jetzt abfährst, das verzeihe ich dir niemals. Und ich verzeihe dir niemals, dass du da bleibst. Dann werden wir also quitt. Überleg's dir doch nochmal, mein Kind. Ich habe es mir überlegt, ich bleibe. Ach, lächerlich. Na, ich sehe dich schon angekommen kommen. In spätestens 3 Wochen. Und auf allen 4. Ich denke nicht daran. Ah, ich bin nur neugierig, wie weit du kommst mit deinen großen Wochen. Ohne Vaters Kleingeld. Ach, ich denke dein Kleingeld an den Hut. Ich heirate ihn doch. Weg ist er. Ja, reichlich an, großer Sheriff. 2. Zwangsversteigerung? Ja. Sperre weg! Stehen! Ich dachte, dass Onkel Pankrat so ein Versager ist. Die Versteigerungsbedingungen sind bekannt. Es ist beabsichtigt, sämtliche Pfandstücke insgesamt zu veräußern.
Mindestgebot für alle Pfandstücke 180.000 Mark. Wer bietet? Ja. 180.000 Mark geboten. 180.000 Mark zum Ersten. 180.000 Mark zum Zweiten. 180.000 Mark zum Dritten. Na bitte. Wozu das ganze Theater? Bitte. Nun können wir unser paar Kröten wieder einpacken. Na, ich hätte Frau Janssen so gern das geliebte Meisterporzellanservice gerettet. Und nicht die olle Kuckucksuhr. Du, hör mal bloß auf mit Kuckuck. Wer ist denn der Heini? Hat einer von euch den schon mal gesehen? 18. Bitte noch zu unterschreiben. Ja. Jetzt reicht's mir aber. So, und damit gehört der ganze Krempel mir. Ganz recht. Das ist für ungut, Herr von Roth. Sagen Sie bitte, steht hinter Ihnen eine Bank? Nur Geld. Viel Geld. Und können Sie mir vielleicht verraten, was Sie aus dem Immenhof machen wollen? Klar. Ein Ponyhotel. Jetzt hat dieser Kerl mir auch noch die Idee gestohlen. Ein Ponyhotel will er daraus machen. Das ging aber schnell. Hört das jetzt alles, diesen Knallkopf? Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Komm, angefangen. Schon vorbei. Vergiss alles, was hinter dir liegt, Jochen. Wir fangen neu an. Wir? Wir werden es schon schaffen. Du kannst doch meinetwegen nicht auf alles verzichten. Doch, das kann ich. Ich möchte nur, dass du meinetwegen auch auf eine Kleinigkeit verzichtest. Na, und auf was? Auf deinen querschädigen Dickkopf. Aber hör mal, ich habe doch keinen Dickkopf. Ich habe nur was dagegen, dass dein Vater immer... Psst! Was ist dir wichtiger? Mein Vater oder ich? So eine dumme Frage. So gebet einander zur Bestätigung dessen die rechte Hand. Weil ihr denn einander als Christen eheliche Liebe und Treu gelobt habt, so traue ich euch als ein verordneter Diener am Worte Gottes, als christliche Eheleute, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wechselt eure Ringe. Eure Treue sei rein und lauter wie dieses Gold, und eure Liebe sei ohne Ende wie dieser Ring. Ralf, woher weißt du denn, dass wir heute Hochzeit haben? Ich weiß alles. Aus deinen Briefen. Wieso aus meinen Briefen? Aus deinem Tagebuch. Dalia hat alles fein säuberlich abgeschrieben und mir geschickt. Du weißt alles? Mhm. Hallo, Herr Köpke. Guten Tag, Herr Heiger. Ja, Tag, lieber Köpke. Wie geht's? Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe Ihren Auftrag pünktlich ausgeführt. Ja. Oh, war gar nicht so einfach, die ganze Sache zu ersteigern. Na, ja, ja, hier, der Kaufvertrag. Ja. Der Vorkostenansatz, die vorbereiteten Rechnungen, ja, der ganze Pipapo ist alles hier drin. Ja, sehr fein. Ich hoffe, gut. Sie sind zufrieden. Mit Ihnen immer, lieber Köpke. Wähle mich. Na, Onkel Pankratz, die werden Augen machen. Ja. Wissen denn die überhaupt, dass wir kommen? Nee, das ist ja gerade die Überraschung, mein lieber Junge. Los, Rückwärtsgang rein. Ich weiß den Weg. Zur Kirche. Zu spät. Herzlichen Glückwunsch. Du weißt, ich bin kein guter Fahrer und meinen Chauffeur hat mir jetzt dieser Bursche wegengagiert.
Komm, mein Liebes. Guten Tag, Oma Janssen. Bitte ich mir aus. Heute vertraut ihr euch mal meiner Führung an. Siehst du, Jochen, nur ist unser Papst doch noch gekommen. Schön. Sag mal, hättet ihr gedacht, dass Onkel Pankratz, dieser Versager, noch den Mumm hat, hier aufzukreuzen? Ach, Dani, bist du möglich. Na, wollen wir uns jetzt wieder vertragen? Na los. Hm? Okay. Dicky, ritzt mir jetzt ab? Oh. Musst du selber fragen. Na? So eine Hochzeit ist doch immer wieder schön. Ja, leider haben wir nie im ersten Wagen gesessen. Hierhin ist es doch auch ganz hübsch. Oh, sogar sehr hübsch, Henriette. Und jetzt alles Vater Pankratz nach. Seid mir doch bitte nicht, seid doch bitte dem alten, querschädeligen Dickkopf nicht böse, wenn er euch heute wieder hier auf den Immenhof geführt hat. Aber, das wäre dann also mein Hochzeitsgeschenk für euch. Ist schon gut, mein Kind, ist schon gut. Und für die Familie Janssen und für Sie, verehrte gnädige Frau, Oma. Das heißt, wenn Sie überhaupt mit diesen alten, querschädeligen Dickköpfen unter einem Dach zusammenleben wollen. Ich danke Ihnen. Ja. Ja, Jochen, alter Lümmel. War immer davon überzeugt, dass du der Richtige bist. Naja, so großartig hat mich doch noch nie einer angeschnauzt wie du damals auf der Koppel, mein Kind. Verzeih mir, Schwiegerpapa, soll nie wieder vorkommen. Ja, ist schon gut. Komm, mein Kind, komm. Wir werden wieder auf Immenhof wohnen. Ich kann es ja noch gar nicht fassen. Brummi! Oh. Auf den Kuss habe ich 19,5 Jahre gewartet. Ach, Elisabeth, jetzt sind wir wieder zu Hause und du bist an allem schuld. Ja. Dass du gekommen bist, Ralf. Ich darf doch jetzt öfter wiederkommen, ja? Muss ich dir darauf antworten? Natürlich. Und wer küsst mich? Dicky? Ja? Es muss ja nicht die letzte Hochzeit auf dem Immenhof gewesen sein, ne?